Hallo und herzlich willkommen zu dieser Meditation zum Einschlafen, mein Selbstlieben. Vielleicht liegst oder sitzt du schon, bitte such dir eine bequeme Position, in der du längere Zeit verweilen kannst. Vielleicht magst du auch deinem Umfeld Bescheid sagen, dass du jetzt zur Ruhe gehst. Die Ruhe im Außen macht es uns auch viel mehr möglich, die Ruhe im Innen auszubreiten. So, wenn du die ruhige Position hast, wenn du vielleicht das Licht gedimmt hast und alles so ist, wie es dir angenehm ist, dann nimm vielleicht bitte einmal 3 tiefe Atemzüge. Atme langsam durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Lass vielleicht schon mit jedem Ausatmen jede körperliche Anspannung los. Und wenn du beim 3. Atemzug bist, dann schließe beim Ausatmen nun deine Augen und sinke einfach hinter deinen Augen ab. Werde ruhiger und ruhiger. So kannst du vielleicht auch mehr und mehr in dein Herz hineinatmen. Dass mit jedem Atemzug Ruhe und Entspanntheit in deinem Herzen ankommt und mit jedem Ausatmen dürfen all die Belastungen, dürfen all die Sorgen einmal davonziehen. So wird dein Herzschlag immer ruhiger, wird auch dein Atem immer ruhiger und ruhiger. So spüre und fühle vielleicht nun einmal deine Zehen, wie entspannt sie schon sind. Dann auch deine Füße, deine Waden und Schienbeine. Spüre und fühle einmal deine Knie und Oberschenkel. Wenn du möchtest, kannst du einmal deine Beine kurz anspannen und mit dem nächsten Ausatmen wieder loslassen. Spüre und fühle, wie deine Beine vielleicht noch tiefer in der Unterlage einsinken. Es ist gut so. Hier und jetzt darf die Ruhe und die Entspanntheit sich immer weiter ausbreiten. So spüre und fühle vielleicht, wie die Entspanntheit in deinem Unterkörper ankommt. Dann dein Rücken hinaufzieht. So dürfen all die Anspannungen, all die eingelagerten Emotionen einfach einmal abfließen. Vielleicht sinken deine Schultern etwas ab, so ist dies ganz normal. Spüre und fühle, wie deine Bauchdecke sich mit jedem Einatmen anhebt und mit dem Ausatmen wieder absinkt. So dehnt sich auch mit jedem Einatmen dein Brustkorb ganz sanft aus und zieht sich wieder mit dem Ausatmen ganz sanft zusammen. Es ist der Rhythmus deines Lebens. Es ist das Hier und Jetzt. So spüre und fühle vielleicht deine Oberarme, deine Ellbogen, deine Unterarme und deine Hände und Finger. Alles darf schwerer und schwerer werden. Mit
der Schwere kommt auch eine Entspanntheit in dir auf, die es dir ganz leicht macht, alles loszulassen. So entspannen sich deine Gedanken und dein Kopf. Kommt die Entspanntheit über dein Gesicht. Vielleicht darf sich deine Stirn etwas glätten. Können all die eingelagerten Emotionen, können all die Verkrampfungen im Gesicht sich lösen. So spüre und fühle, wie sich nicht nur deine Stirn entspannt, sondern auch deine Wangen, deine Nase, deine Lippen und dein Kinn. Auch deine Ohren können sich entspannen. So ist es gut. So kann diese warme Welle der Entspannung durch deinen ganzen Körper ziehen. Fällt es dir leichter und leichter loszulassen. So bist du vielleicht mit deinem Fühlen und Spüren ganz fest mit dem Boden verbunden. Vielleicht kannst du Wurzeln spüren, die aus deinen Füßen in die Unterlage gehen. All dies gibt dir Stabilität und Erdung. Fühle, wie die Energie der Erde dich nährt und stärkt. So kommt nun mehr und mehr eine Wärme in dir auf. Sie ist angenehm. Es ist fast wie ein Gefühl der Geborgenheit. Sie strömt mit jedem Einatmen mehr in dein Sein. Kommt in dein Herz und breitet sich in all deinen Zellen aus. So kannst du vielleicht in den heutigen Tag gehen. Vielleicht fallen dir drei Dinge ein, die heute gut waren, für die du vielleicht heute dankbar bist. Empfinde Dankbarkeit in deinem Herzen. So darf vielleicht jeder Atemzug ein Geschenk sein. Darf das Hier und Jetzt dich umarmen mit Geborgenheit, mit Ruhe und mit Ausgleich. So breitet sich die Wärme von deinem Herzen aus. Vielleicht ist es ein sanftes, heilendes Licht, das aus deinem Herzen leuchtet. Mit jedem Atemzug etwas heller und etwas wärmer. So kommt Liebe und Anerkennung in deinen ganzen Körper. Der Körper, der alles mit dir mitmacht, der jeden deiner Gedanken umsetzt. Du kannst dankbar sein. So fühle und spüre, wie dieses Licht in jede deiner Zellen kommt, in jedes Atom und mit der Schwingung der Dankbarkeit nimmt es dein Körper viel leichter an, kann alles mit dir und in dir
vielmehr in den Ausgleich kommen. Fühle und spüre, wie dieses Licht eine Verbundenheit mit dir selbst herstellt. Du kannst Liebe und Wohlwollen spüren, kannst es aber auch versenden an all die liebevollen Menschen, die mit dir sind. So spüre und fühle, wie es dir gut tut, dieses positive Licht zu verschenken, diese Wärme und Herzlichkeit auszustrahlen. So wie du ausstrahlst, kannst du auch wieder empfangen. Gesetz des Universums ist es, Aktion gleich Reaktion. Nichts im Universum bleibt ohne Reaktion. So kannst du Positives aussenden und du wirst, wenn auch nicht direkt, Positives zurückbekommen. So sei in diesem guten Fühlen und Spüren. Vielleicht magst du liebevolle Worte zu dir selbst sagen. Du bist gut, so wie du bist. Das Universum liebt dich. So bist du vielleicht nun an einem ruhigen Ort. Im Ort, der dir im Wohlwollen liegt, vielleicht an einem stillen See oder auf einer friedlichen Wiese. Alles darf so sein, dass du dich geborgen fühlst, dass es dir gut geht. So kannst du dich auch mit jedem Atemzug noch mehr entspannen. Dein Atem noch ruhiger, noch gleichmäßiger. So dürfen all die Sorgen und all der Stress wie Blätter davonfliegen. Und so wie der Wind die Blätter nimmt und davonträgt, fällt es dir leicht zu vertrauen. Alle Gedanken, alle Bedingungen werden später wieder da sein. Doch hier und jetzt darfst du sie loslassen. Der Wind trägt sie in den Himmel, bis sie nicht mehr zu erkennen sind. Es fällt dir immer leichter zu vertrauen. Und vielleicht umhüllt dich die Dunkelheit. Vielleicht ist sie immer tiefer, aber auch sicherer. Vielleicht ist sie auch angenehmer, hüllt dich in Ruhe und in Frieden. So kannst du in der Ferne sanfte, beruhigende Töne hören. Vielleicht eine leise Melodie, die dich noch weiter entspannen lässt. So kann ein wunderbares Licht um dich kommen, das dich so in Geborgenheit hüllt. Spüre und fühle,
wie deine Wohlfühlfarbe um dich kommt. Vielleicht einen Raum des Schutzes um dich baut. Du weißt, dass du hier in diesem Licht so geborgen bist, dass du so loslassen kannst. Dein Bewusstsein beginnt sich auf natürliche Weise dem Schlaf hinzugeben. Du atmest noch ruhiger, noch gleichmäßiger. So darf alles einmal hinter dir bleiben. Jede Erfahrung des Tages darf einfach gelöst sein. Du kannst hier und jetzt mehr und mehr im Vertrauen sein. Im Vertrauen mit dir selbst. So fällt es dir leichter, dich so anzunehmen, wie du bist. Du darfst dich selbst lieben, dich so annehmen, wie du bist. Alles anders haben wollen, alles nicht so anzunehmen, wie es jetzt ist, es trennt dich vom Leben. Hier und jetzt ist gut so, wie es ist. Es mag dir vielleicht nicht so leicht fallen, doch du weißt ganz tief in dir, dass dies lösend ist, dass dies erfüllend sein darf, und so du das hier und jetzt und dich selbst annehmen kannst, so wie es jetzt ist. So fällt dir das ganze Leben viel leichter, kann es dich umarmen, kannst du in diesem Moment glücklich sein. So lass den Geist sich auf eine sanfte, heilende Reise durch den Schlaf begeben. Dein Geist, er erfüllt es von dir selbst. Er kann schweben. Er kann auf dem Wasser schwimmen. Kann aber auch durch das Universum unterwegs sein. Du hast hier und jetzt in dieser Meditation die Möglichkeit, ganz in Fantasie dorthin zu gehen, wo es dir gut ist, wo dein Sein sich geborgen fühlt, wo du selbst sein kannst. Das Licht des Mondes schenkt Geborgenheit. So kommt es überall dorthin hin, wo die Nacht vielleicht zu dunkel ist. Die Nacht, die uns einhüllt, der Schlaf, der uns Regeneration schenkt. Wir dürfen uns diesem anvertrauen, können noch ruhiger, noch entspannter sein.
So ist dein Herzschlag nun ganz harmonisch. Ist dein Atem ganz im Einklang mit deiner Entspannung. Dein Geist wird ruhiger und ruhiger. Gedanken verblassen einfach, verschwinden. Stille und Liebe erfüllt dein Sein. So kannst du Widerstände und Erwartungen aufgeben. Du kannst dich ganz dem Schlaf anvertrauen. Du bist gut, so wie du bist. Du hast dir diese Auszeit geschenkt. So nimm sie an. Sei in deiner größtmöglichen Harmonie. Sei in der schönsten Farbe deines Seins. Sei in dem Wohlfühlen, dem Licht, das dir gut tut. So wirst du mehr und mehr eins mit der nächtlichen Stille. Bist ganz harmonisch und friedvoll. Der Atem kommt. Der Atem geht. Du selbst kannst glücklich sein. Du selbst kannst liebevoll sein. Du selbst bist vollkommen. Breite dich in dieser Vollkommenheit aus. Lass dieses positive, dieses erfüllende Fühlen sich immer mehr in dir ausbreiten. So leuchtest du aus deinem Herzen. Leuchtest aus deiner Seele und es erfüllt dich mit Glück. So wird die Nacht ganz hell. Kannst du im Vertrauen sein, dass alles gut ist, dass alles jetzt einmal so sein darf, wie es ist. In diesem Universum kommt nichts dazu und nichts geht weg. Alles verändert sich nur. So können wir uns dieser Veränderung anvertrauen. Kannst du dich selbst annehmen, so wie du bist. Hier und jetzt darf so sein. So wie das Licht auf der Erde alles erhält. Alles darf Schatten spenden. Die Wärme, die Sicherheit darf überall hinkommen. So ist das Licht voller Hingabe, voller göttlichem Frieden. Und du darfst es mehr und mehr erkennen, sei die Luft, die zum Atmen da ist, dass all das Licht
Sicherheit und Wärme spendet, dass der ganze Raum, in dem du dich ausbreiten darfst, dich erfahren darfst, so voller göttlicher, hingebungsvoller Liebe ist. So ist Liebe die Grundschwingung des Universums, die alles hält, die alles trägt und in der alles sich verändert. So spüre und fühle, wie du selbst dem immer mehr vertrauen kannst. Die Liebe dich erfüllt und du leuchtest, vielleicht wie ein Komet, vielleicht wie ein Stern mit deinem ganz eigenen Farbprisma. Jeder Stern ist ein Unikat, ist in seinem Leuchten und seinen Farben einzigartig. Und so bist auch du einzigartig. Bist in deinem Leuchten ganz besonders. So geh nun tiefer und tiefer in deinem Schlaf. Leuchte an dem Ort. Leuchte dorten, wo es dir gut tut. Das Ankommen in uns selbst. Es darf ohne eine Reise sein. Wir dürfen ganz tief verstehen, dass wir immer zu Hause sind. Egal wo wir sind, wir sind immer in der Liebe in allem, in dieser wunderbaren göttlichen Energie, die wir einfach zulassen dürfen. So spüre und fühle vielleicht, wie du es zulassen kannst. Wie du Liebe, aber vielleicht auch Glück, Harmonie, Frieden, wie du all die positiven Qualitäten deines Lebens nun einfach befreien kannst. Sie sind immer in dir. Wir suchen Gründe im Außen, um sie zu befreien. Hier darf es dir einfach so möglich sein. So sei glücklich. Sei friedvoll. Sei harmonisch. Sei Liebe. Kannst du dich zu Hause fühlen, kannst ankommen in dir selbst. Darin sinke mehr und mehr ab. Sei friedvoller Schlaf. Sei harmonischer Schlaf. Sei liebevoller Schlaf. Lass dich nun im Schlaf mehr und mehr erfüllen von den positiven Qualitäten, die in dir schlummern, die mit dir sind. Liebe in allem.